In unserer heutigen Folge bauen wir ein Pokémon Center. Du fragst dich bestimmt, was ist denn ein Pokémon Center? Ein Pokémon Center ist an sich ein Krankenhaus für Pokémons. Da kannst du deine Pokémons abgeben, sie werden geheilt und dann kannst du sie mitnehmen für den nächsten Kampf. Damit wir auch sowas in unserer Stadt bekommen, schnapp dir deine Blöcke und auf geht's. Für den Start holen wir uns wie immer erstmal ein bisschen schwarzen Beton raus, roter Beton, weißer Beton, polierte Schwarzsteinstufen, davon nochmal die Treppen, gleiches nochmal in Quarzbitterstufen und Treppen, dann holen wir uns noch einen Skelettschädel raus und eine glatte Steinstufe. Beginnen wir erstmal mit dem Grundriss, dabei nehmen wir jetzt erstmal unseren roten Beton, fangen bei einer Ecke an, das heißt hier setzen wir einfach mal zwei rote Klötze mal schräg davon, dann gehen wir zur Seite weg noch mit 1, 2, 3, 4, 5 mal schwarzen Beton. Nehmen wir unseren weißen Beton und gehen zweimal so schräg nach vorne, setzen einmal einen schwarzen Beton, einen freilassen für die Eingangstür, nochmal schwarzen Beton, dann wieder zweimal weißen Beton und wieder 1, 2, 3, 4, 5 mal schwarzen Beton, dann kommt zweimal der rote Beton und da fällt mir gerade auf, wir könnten auf den roten Beton noch zwei, also eine weitere Schicht hier von unserem schwarzen Beton mal setzen, so. Dann gehen wir einmal nach hinten weg und setzen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal schwarzen Beton hin, zweimal rot, darauf wieder schwarz. So, dann machen wir es mal gleich auf der anderen Seite mal mit. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal schwarzen Beton. Zweimal rot, darauf wieder schwarz. Hinten können wir es dann gleich einmal komplett verbinden hier. Wenn wir das soweit erledigt haben, können wir jetzt die Rückseite, die Seiten und die Vorderseite, aber nur wo der schwarze Beton ist, mit unserem weißen Beton mal befüllen. Und da setzen wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5 weitere Blöcke rauf. Die können wir jetzt hier einmal komplett langziehen. Wenn wir das soweit geschafft haben, kommen wir auf der Vorderseite. Hier wollen wir auf den weißen Beton mal drei weitere Blöcke setzen. 1, 2, 3, sodass das hier einmal vier Blöcke hoch ist. Machen wir natürlich auf beiden Seiten. Beim schwarzen Beton machen wir das Ganze auf fünf Blöcke hoch. Das heißt, ein Block höher, als wir das hier schon haben. Und den schwarzen Beton oben verbinden wir nochmal. Dann gehen wir gleich einmal hier zur Seite weg. Wir schlagen jetzt 1, 2, 3, 4 Blöcke mal weg. So, dann können wir hier die hinteren drei nochmal weghauen. Hier gehe ich nochmal ein weiter tiefer. Denn ich möchte mir jetzt hier ein Fenster reinhauen. Und dann mache ich mir jetzt einfach hier so ein 4x4 Fenster hin. Und da setze ich einfach meine polierten Schwarzsteinstufen oben und unten einmal hin. Und das Spiel mache ich mir natürlich nochmal auf der anderen Seite. Das heißt, ich gehe jetzt hier einfach mal 1, 2, 3, 4 Blöcke weg. Die hinteren drei nochmal weghauen. Und den ganz letzten auch mal tiefer hauen. So, hier setzen wir eine schwarze Strebe hin, vorne einen Block. Und dann machen wir hier unser kleines Fenster hin mit unseren Steinstufen. Die zwei Fenster auf der Vorderseite sind ja nicht die einzigen Fenster, die wir haben. Wir machen nochmal jeweils eins auf der Seite nochmal hin. Nehmt mal euren schwarzen Beton, jetzt lasst ihr einfach einen Block frei, dann schlagt ihr hier vier Blöcke mal weg, auf der anderen Seite auch, vier Blöcke weghauen. Und hier in der Mitte oben schlagen wir auch nochmal so eine Zweierbreite weg. Dann setzen wir unseren schwarzen Beton an den Seiten rein. Und was wir hier in der Mitte freigehauen haben, setzen wir einfach hier unsere Fenster rein. Auf der anderen Seite wollen wir das Spiel wiederholen. Das heißt erstmal an den Seiten, so, vier Blöcke hier einmal weghauen, vier Blöcke hier weghauen und die Mitte einmal freihauen. Danach müssen wir es nur noch einmal befüllen und setzen natürlich auch gleich unser Fenster rein. Auf der Rückseite lassen wir es einfach so, wie wir es haben. Hier wollen wir später noch ein bisschen Deko platzieren. Kommen wir nochmal zur Vorderseite. Hier wollte ich mir noch einmal einen weißen Beton unterplatzieren und dann machen wir uns jetzt vorne, sage ich mir, hier so ein paar Stufen hin, dass wir hier auch natürlich nach oben kommen. Ich setze mir jetzt hier bei der Eingangstür natürlich so einen Block hin und kann jetzt eigentlich hier drei Blöcke hier an der Seite einmal nach vorne gehen. Machen wir einfach mal mit unseren Stufen. Oder ich setze mir das hier einfach einmal komplett ringsrum. Befülle ich mir einfach hier mal mit den Stufen als Block und dann davor setze ich mir nochmal eine Stufenreihe lang. Dann haben wir hier diesen kleinen Tritt, um nach oben zu kommen, um dann natürlich auch hier reinzukommen. Soweit, so gut. Jetzt geht es auch ran, dass wir natürlich jetzt unser Dach einmal raufsetzen. Schnappt ihr nun einmal den roten Beton und dann fangen wir einfach hier an der Seite einmal an. Gleich an unserer Blockschicht setzen wir einmal ringsrum einfach hier unser Dach. Schön bis zur anderen Seite. Und wenn wir das dann geschafft haben, setzen wir jetzt einmal hier drauf noch die nächste Reihe. Die können wir auch hier wieder einmal komplett auf unseren weißen Beton langziehen. Sobald das denn erledigt ist, könnt ihr nochmal in den Ecken überall einen weiteren Block noch platzieren. Wenn wir das haben, kommen wir jetzt mal zur Vorderseite. Hier setzen wir auf unseren schwarzen Beton drei weitere Blöcke, sodass er einmal übersteht. Und ganz vorne wollen wir auch nochmal eine weitere überstehen lassen. Hier können wir auch gleich einen weiteren Block in der Mitte raufsetzen. Dann gehen wir einmal dahinter, setzen jetzt hier zwei weitere Reihen von einem Dreier hin. Die erste und das machen wir noch ein weiteres Mal. So, wunderbar. An den Seiten, was wir hier frei haben, setzen wir einfach nochmal zweimal roten Beton hin. So, dass hier die Lücke zu ist. Gleich darauf nehmt ihr dann einmal hier eure glatten Quarzstufen. Die könnt ihr jetzt hier einmal an den Seiten hier komplett platzieren. So, schön unter unserem Block. Wir lassen es aber einmal hier überstehen, da wir jetzt hier zwei Treppen nehmen, die jeweils hier an den Seiten einmal platzieren und das hier oben nochmal mit Stufen verbinden. Schnappt ihr nun deine polierten Schwarzsteinstufen. Die ziehen wir uns jetzt einmal hier auf unserer offenen Stelle einfach mal innen drin lang.
Damit fangen wir jetzt auch an, hier die nächsten Fenster uns einmal zu platzieren. Wie gesagt, das machen wir einmal auf der innenliegenden Seite, sodass das auf keinem Block liegt. Danach nehmen wir dann gleich mal deine Treppe und wir fangen hier in der Mitte einfach mal an vorne. Wir haben hier drei Blöcke. Lasst also auch hier drei Blöcke Platz und dann setzen wir jetzt einfach die Treppen so hin mit Rücken an Rücken. Wunderbar. Dann lasst ihr wieder 1, 2, 3 Stufen Platz und dann setzen wir wieder hier eine Treppe hin. Lassen auf der Seite eine Stufe frei, wieder Treppe hin. Drei Stufen freilassen, Treppe hier hin, Treppe dorthin, ne, wo wir dann immer eine lassen. Dann lasst ihr wieder drei. Dann setzen wir hier wie auf der Vorderseite einfach die Treppe hin mit Rücken, ne, zur Mitte. Auf der anderen Seite dann natürlich auch. So, hier dann wieder eine Stufe freilassen, eine Stufe frei. Zack, wunderbar. Andere Seite genau das gleiche Spiel. Und dann geht das hier schon vorne auf. Jetzt sage ich mal uns jetzt hier, um mal solche umgedrehten Treppen noch darauf zu platzieren, nehmen wir jetzt einfach mal den roten Beton und setzen jetzt komplett hier, wo unsere Treppen und Stufen sind auf der Ebene, nochmal oben eine weitere Blockschicht. Weil so erleichtern wir uns das hier ein bisschen. Die Ecken lassen wir natürlich immer noch frei. Und dann geht es wieder weiter mit unseren Treppen und Stufen, sodass wir jetzt über jeder Treppe eine umgedrehte Treppe machen und über den Stufen halt die Stufen hin. Sobald wir das erledigt haben, nehmen wir wieder unseren roten Beton. Und jetzt machen wir an den Seiten schon mal das Dach ein bisschen zu. Und zwar setze ich mir jetzt hier insgesamt 5 Blöcke hin. Die kann ich mir einmal bis nach vorne ziehen. Aber wir werden das natürlich jetzt nicht nur auf einer Seite machen, sondern gleich auf beiden Seiten. Auch auf der anderen Seite setzt du dir einfach hier aufs Dach 5 Blöcke hin. Bei unserer Mitte wollen wir nochmal hier einfach 2 weitere Blöcke einmal raufsetzen. Und ganz oben nochmal 3 weitere Blöcke. Auf der anderen Seite wiederholen wir das Spiel einfach nochmal. Erst 2 weitere Reihen hier rauf und oben in der Mitte nochmal so eine Dreierreihe. Bevor du jetzt anfängst, beide Seiten zuzuziehen, kannst du nochmal deinen weißen Beton nehmen. Den setzen wir einmal komplett dahinter, ziehen den dann natürlich auch noch einmal nach vorne und setzen hier auch nochmal eine weitere Reihe dahinter. An der Seite natürlich hier auch nochmal dahinten ziehen und ganz oben kannst du es dann hier einmal zuziehen mit unserem roten Beton. Kommen wir jetzt dazu, uns auch noch das Pokémon-Logo raufzumachen von unserem Pokémon Center. Dafür mache ich mir jetzt einen Quarzblock in der Mitte hier über unseren Fenstern. An den Seiten setze ich gleich mal ein paar Treppen an, lasse jetzt einen Block frei, darüber setze ich mir einen weiteren Block. Daran dann wieder einfach mal 2 Treppen und unter den Treppen einfach 2 Stufen hin. Jetzt wollen wir natürlich noch diesen Knopf machen. Man kann, wenn man faul ist, sich einfach so einen Kopf hinsetzen oder wir machen es ein bisschen anders. Und zwar setzt du jetzt einfach hier vor einfach irgend so einen Block. Jetzt muss ich hier nochmal reinfliegen. So, ich schlage mir das mal kurz mal frei. Und zwar möchte ich mir jetzt an den Block einfach mal einen Kopf umgedreht einmal ransetzen. Da werden wir den Block dann hier weghauen, sehen wir natürlich den Hinterkopf und das sieht dann genau aus wie so ein bisschen das Quarz. Oh. Roter Block. So. Und dann haben wir hier einen schönen Pokéball. Auf der anderen Seite müssen wir das natürlich auch nochmal machen. Das heißt, wir kommen erstmal dazu, unseren Pokéball uns hier zu craften. Geht ja eigentlich relativ fix. Und dann nimmst du dir irgendeinen Hilfsblock. Oh, hier vorne ansetzen. Einmal wieder hier reinfliegen. So, Kopf einmal dran platzieren. Dann können wir gleich schon mal den Hilfsblock wegmachen. Unser Loch machen wir auch wieder zu. So, jedes Loch wird zugemacht. Und dann gucken wir nochmal. Jo, da haben wir unser Pokémon-Ball. Bevor wir uns jetzt in unser Pokémon Center begeben, machen wir noch auf der Rückseite etwas für die Deko. Schnappt ihr dafür am besten den Riedblock, ich finde den ganz passend. Und ich lasse mir jetzt auf der Rückseite einfach an der Seite 3 Blöcke Platz. Und dann setze ich mir einfach hier so einen Tank einfach mal hin, hier auf einer Höhe von 3, oh nee, 3 Blöcke nicht, machen wir mal 2 Blöcke, das Ganze hoch. Dann setze ich mir jetzt einfach ein paar Knöpfe hier hin, einen Hebel kann man gerne noch machen. Und dann verbinde ich mir das einfach mal mit unserem Dach, mit noch ein paar Mauern. Nur kann ja sein, dass der hier irgendwie unser Strom, also sage ich mal unser Center mit Strom versorgt. Naja, irgendwas kann man ja machen. Beginnen wir jetzt so langsam schon unser Pokémon Center auch einzurichten. Dafür schnappen wir uns mal ein bisschen Keramik raus. Polierte Granitstufen, glatte Quarzstufen, gelbe Keramik, gelber Beton, orange Keramik, oranger Beton, Steinstufen und natürlich unser Glas, mit dem wir jetzt die Fenster noch fertig machen. Also kannst gerne türkises Glas nehmen, hellblaues Glas, was dir gefällt. So, dann gehen wir mal rein in unser Pokémon Center. Wir fangen dann auch erstmal an, uns hier einmal die Wände zu platzieren. Dafür nimmst du jetzt einfach deinen orangen Beton. Wir markieren uns das Ganze einmal vor, gehen jetzt hier an den Seiten immer an, ja, einfach hier komplett an der Wand einmal so lang. Du musst nicht unbedingt jetzt hier diese Ecken einmal aushöhlen, weil wir die ja sowieso nicht sehen, kannst du also Material sparen. Sobald wir das denn hier einmal ringsherum gezogen haben, nimmst du jetzt deine orange Keramik und da fangen wir jetzt einfach an, dass wir jetzt hier insgesamt auf dem vorderen Bereich jetzt hier einfach nur 3 orange Keramik hier einmal platzieren. Hier kannst du dann schon 4 Blöcke platzieren, obwohl, nee, halt, hier machen wir auch nur 3, ja, 3. Und dann hier ansonsten bei allen anderen Wänden kannst du insgesamt 4 Blöcke machen. Jetzt kam ich, glaube ich, ein bisschen durcheinander. Wir müssen nochmal hier an den Seiten auch nochmal eine weitere Keramik einfach hier platzieren, so dass es auch über den Fenstern ist. Weil mir ist aufgefallen, weil darauf wollte ich jetzt ja einmal eine orange Betonschicht machen und die können wir hier oben einmal komplett unter unseren Fenstern einmal machen. So, auch vorne könnt ihr es einmal langziehen. Und dann wollte ich mir das so machen, dass ich jetzt an der Seite hier einmal so ein bisschen tiefer gehe.
Dann ziehe ich mir hier nochmal was hin. Ich glaube, hier ziehe ich eine Strebe einmal rein. Ha, ich bin hier nun selber gerade noch ein bisschen. Ich kam hier so ein bisschen durcheinander, weil ich den Boden ja sowieso gleich mit euch noch anheben will. Müssen wir nochmal ganz anders machen. Und zwar habe ich das jetzt mal so hier gemacht, dass ich jetzt hier zweimal orange Beton mache. Dann zweimal die Keramik hier drauf. Aber wir dürfen jetzt hier nicht durcheinander kommen. Hab dann jetzt hier drüber dann einfach mal meinen orangen Beton gemacht. An der Seite gehe ich dann hier einfach mal so raus. Und hier oben nochmal meine Keramik. So. Für den nächsten Schritt habe ich mir jetzt schon wieder was vormarkiert, damit ich hier nicht so ganz durcheinander komme. So, ich nehme jetzt meine normale Keramik, setze sie mir gleich hinter unsere Tür einmal rein. Dann setze ich mir einfach drei Quarzblöcke davor einmal hin. So, jetzt wird das ein bisschen anders. Jetzt machen wir mal einfach eine Quarzstufe da so drüber, an den Seiten Granitstufen einmal hin. So, hier an der Seite könnt ihr dann wieder einmal hier eure normale Keramik setzen. Dann setzt ihr daran dann wieder hier einen Quarzblock. So, hier dann einfach mal Keramik dahinter. Da wieder ein Quarzblock. So, davor dann wieder drei weitere Quarzblöcke, die ihr euch einmal hinsetzt. Und hier nochmal an der Seite einen Quarzblock. So, jetzt habe ich es. Jetzt passt's. Gut, bei den nächsten Bereichen, den machen wir uns ein bisschen einfacher. Und zwar nimmst du da einfach deine gelbe Keramik und gelben Beton und machst jetzt hier einfach ein Fliesenmuster hin. Und dann passt das Ganze hier schon. Wunderbar. So, dann habe ich jetzt hier schon mal mein Fliesenmuster gemacht. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter nach oben, weil jetzt wird es eigentlich einfacher. Jetzt können wir da einfach unsere Glasblöcke mal nehmen und hier oben den Bereich damit mal ausfüllen. Wenn wir das erledigt haben, nehmen wir wieder unseren orangen Beton, können den jetzt einmal auf unseren Glasblöcken platzieren. Weiter geht es dann mit den Steinstufen, die platziert ihr einmal unter unseren Glasblöcken. Und weil wir das unten schon mal gemacht haben, machen wir es hier oben auch nochmal, aber nicht an den Glasblöcken, sondern an unserer orangen Betonschicht. Da setzen wir nochmal hier eine weitere Steinstufenschicht und damit befüllen wir jetzt hier komplett unsere Decke. Haben wir das soweit erledigt, kommen wir natürlich noch unten dazu, unsere Fenster hier auch noch zu bestücken. Du kannst zum einen jetzt Glasblöcke nehmen, wenn dir das gefällt. Aber ich finde immer, sage ich mal, wenn wir jetzt hier unten sind, Glasblöcke irgendwie doof. Da empfehle ich doch immer lieber ein paar Glasscheiben, die wir uns dann hier einfach mal nehmen. Also unten würde ich Glasscheiben schon bevorzugen. Das sieht schon besser aus. Nachdem wir dann natürlich unsere Glasscheiben hier verbaut haben, habe ich noch ein bisschen extra was rausgeholt. Und zwar möchte ich mir vorne gehen noch meine Tür machen. Ich setze mir jetzt eine Eisentür einfach mal ein. Zu einer Eisentür passt dann irgendwie, finde ich, polierter an die Sieht. Treppe einfach mal so ein bisschen darüber. So, dann nehme ich mir eine Fichtenfalltür, eine Fichtendruckplatte, so, um einmal natürlich rauszukommen und eine Steindruckplatte, um reinzukommen. Und dann sind wir eigentlich schon fertig mit unserem Pokémon-Setter. Der Rest, ja, ist noch ein bisschen dekorieren hier innen drin. Das kann man ja machen, wie man möchte. Ob das hier innen drin natürlich gestaltet wie in einem Pokémon-Setter, ist ja ganz dir überlassen. Man kann es natürlich auch als Haus benutzen. Aber ich gehe mal von aus, jeder, der Pokémon gespielt hat, da muss ich jetzt nicht mehr so viel zu sagen. Wir haben hier unsere Pokémon-Maschine, ne? Also hier ist der Empfangsbereich. Hier hat ja meistens dann die Dame immer unsere Pokébälle hier reingelegt. Dann wurden die geheilt. Und wenn sie fertig waren, haben wir die wiedergekriegt. Und falls es ein bisschen länger dauert, weil zu viele hier ihre Pokémon abgeben wollen, ja, kann man sich hier hinsetzen und noch warten. Nun haben wir unser eigenes Pokémon-Center in der Stadt. Endlich können wir unsere Pokémon hier abgeben, sie werden geheilt und dann sind wir bereit für den nächsten Kampf. Wenn dir das Video gefallen hat, findest du wie immer oben in der Infobox noch weitere solcher schönen Videos. Wenn du nichts mehr verpassen willst, vergiss den Kanal nicht noch zu abonnieren. Und dann bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen, wünsche dir noch einen schönen Tag und dann bleib gesund, haut's rein und ciao.